Hallo, meine Freunde, mein Name ist Thomas Gerdon und willkommen zurück zur Mario Kart 8 Themenrunde am Sonntagabend um 18 Uhr. Wir haben heute den... Ist heute der 5.? Heute ist der 5. Februar 2017. Schönen Abend an jeden, der dieses Video schaut. So, bevor wir jetzt mit euren Themen anfangen, beziehungsweise mit einem Thema von euch, was ich mir rausgesucht habe, was eventuell witzig werden könnte. Und ein Thema, was ich gerne besprechen würde, da es Freitag Zeugnisse gab, fangen wir erstmal mit ein paar Punkten an, die ich davor besprechen wollte. Ich fühle mich immer wie so ein Nachrichtensprecher bei den Folgen. Auf jeden Fall, der erste Punkt, den ich besprechen wollte, ist, es gibt auf Instagram eine Fanseite von Thomas Gerdon, also von mir. Und da würde ich mir echt wünschen, dass eventuell einige von euch vorbeischauen. Denn das ist ein wirklich nettes Mädchen, das diese Seite betreibt. Und sie hat wirklich coole Pläne für die Zukunft für diese Seite. Als Beispiel. Ich will das Ganze gleich mal vorlesen. Aber das geht nicht mitten im Rennen. Das ist beziehungsweise ein bisschen schwieriger im Rennen. Ich habe zwar schon den Chatverlauf offen. Auf jeden Fall hat sie vor, ich glaube, montags, mittwochs und freitags was zu posten. Und montags war, glaube ich, der Philosophie-Monday. Irgendwie so in der Art auf jeden Fall. Ich weiß es momentan nicht. Und da wird irgendwas Philosophisches immer gepostet, da ich sowieso ein großer Freund der Philosophie bin, hat vielleicht der andere eine oder andere mal mitbekommen hier auf dem Kanal. Mittwochs irgendwas Motivierendes von mir, glaube ich zumindest, dass das so geplant ist. Und freitags gibt es immer ein Fun-Fact von mir, bin ich auch gespannt, was für Facts da rausgehauen werden. Aber es wäre mega cool, wenn ihr davon mal vorbeischauen würdet bei der Instagram-Seite. Ich werde sie natürlich fast ganz oben verlinken in der Beschreibung. Macht am besten bis morgen Abend die 50 Abonnenten voll. Momentan ist die Seite bei 27 Abonnenten. 23 Abonnenten sollten noch machbar sein, nicht wahr? Schaut vorbei. So, das war der erste Punkt, den ich so ansprechen wollte. Schaut auf jeden Fall dort vorbei. Das ist voll die Werbung hier, die ich mache. Aber ich finde es mega cool, dass irgendwer sich hinsetzt und eine Seite macht und dann, ja, was postet. Finde ich cool. So, der nächste Punkt, den ich besprechen wollte. Ich habe heute auf Twitter eine Umfrage gestartet. Wenn ihr das Video seht, gestern. Und zwar besitze ich jetzt Resident Evil 7 und das würde ich ganz gerne, oh, das war knapp, in irgendeiner Form auf dem Kanal hier spielen. Aber da habe ich gefragt, wollt ihr das Spiel als Stream haben, aber ohne Upload oder als Projekt, was im Endeffekt geschnitten ist wie die anderen Projekte? Nicht wie die Mario Kart 8 Themenrunde, aber nehmen wir mal an wie Super Luigi U jetzt oder was immer noch wieder rauskommt, Creepy Saturday oder wie zum Beispiel letzte Woche mit dem Indie-Horror-Game Home Sweet Home. Wollt ihr das so haben oder als Stream? Gerne unten in die Kommentare rein. Und das sind, glaube ich, erstmal die Punkte, die ich besprechen wollte. Aber ich glaube, es gab noch irgendeinen Punkt. Genau, ihr könnt auch noch gerne auf den sozialen Netzwerken vorbeischauen. Werbung geht immer. Auf Twitter bin ich sehr aktiv. Und zwar kommt das erste Thema von René. Und das Thema lautet Flirtversuche von mir. Das ist ein Thema, was immer wieder mal angesprochen wird, aka Beziehungen, beziehungsweise ob ich eine Freundin habe, wird in jedem Stream wirklich gefragt. Ich habe jetzt Freitag gestreamt, hat kaum einer mitbekommen, weil das relativ unangekündigt war, denn ich habe jetzt wieder einen zweiten Bildschirm, aka mein alter Fernseher, der 81 cm groß ist. Das ist so ein Riesending hier auf dem Schreibtisch, das fühlt sich echt wow an. Auf jeden Fall ist das ein Thema, worüber ich immer wieder ausgefragt werde. Nicht nur in Streams, sondern auch im Allgemeinen auf den sozialen Netzwerken. Und deswegen wollte ich einfach mal, ja, mal in der Folge darüber reden. Flirtversuche von mir. Ich habe das mal im Let's Go 2 angesprochen, so am Anfang als lustige Story. Und zwar bin ich ja erst seit einem Jahr 16, ich bin 17, da gibt dann Sinn, dass ich seit dem Jahr 16 bin. Beziehungsweise ein Jahr 16 war und jetzt 17 bin. So, nachdem wir das Paradoxische jetzt abgeschlossen haben, können wir mit der Geschichte beginnen. Auf jeden Fall habe ich, seitdem ich jetzt, ja, 16 bin, und jetzt 17, einige Clubbesuche hinter mir. Und bei Clubbesuchen versucht man natürlich immer wieder mal eventuell ein Mädchen anzusprechen. Das habe ich bisher zweimal gemacht. Und wie ich das angestellt habe, also ich muss sagen, das war damals bei uns so eine Wette mit den Jungs. Normalerweise sollte man nicht drum wetten, ich weiß, hat mir auch damals jemand geschrieben. Aber wir hatten halt so eine Wette, dass wenn wir an diesem Abend niemanden ansprechen, dass einer, obwohl die Wette im Endeffekt keiner gemacht hat, zumindest musste einer die Wette machen, aber er hat diese Wette nicht vollschlossen, mit Unterwäsche durch die Stadt gehen muss für ein paar Minuten, wobei das bei uns in der Stadt sogar keinen Unterschied machen würde, da unsere Stadt irgendwie ausgestorben ist und nie einer lang geht. Man kann es auch nicht mehr Stadt nennen, man kann es auch nicht Dorf nennen, das ist einfach ein Stück Land in Deutschland, sagen wir so. Auf jeden Fall, gut, habe ich dann jemanden angesprochen und... Das Lustige war, wir sind halt voll die Themen.
ausgegangen. Man hat auch voll gemerkt, dass sie null Interesse hatte. Aber ich habe es trotzdem immer weiter probiert. Hashtag no aufgeben. Auf jeden Fall habe ich dann mitten im Gespräch nach Gesprächsthemen gegoogelt. Tatsächlich, ja. Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, ist das Ganze so ein bisschen, ja, unangenehm, aber es ist lustig und man lernt auch sowas auf jeden Fall. Und beim zweiten Mal hat es auf jeden Fall besser geklappt, sagen wir es so, aber darauf würde ich ehrlich gesagt gar nicht mehr eingehen, sondern auf ein anderes Thema in diesem Bereich. So, wir starten mitten im Rennen, da Mama Geldon natürlich wieder reinkam in mein Zimmer und die Aufnahme gestoppt hat, beziehungsweise blockiert hat. Auf jeden Fall zu diesem Thema Beziehungen, da das immer wieder mal in Streams aufkommt, muss ich sagen, ich bin Single. Wie das bei manchen 13-jährigen Hipster-Girls in ihrer Instagram-Biografie steht. Und ich hatte auch noch nie eine Beziehung. Hat, glaube ich, verschiedene Gründe, tatsächlich. Das hat unter anderem damit zu tun, dass ich unter anderem zu nett bin. Das hört sich komisch an, aber es ist einfach so, wenn man sich die heutige Generation mal so anschaut, wenn man nett zu jemandem ist, vor allem zu Mädchen als Junge, wird man in den meisten Fällen irgendwie gefriendzoned. Das ist so die böse Zone, sagen wir so. Und das ist einfach so, das hat tatsächlich damit zu tun, viele sagen ja immer, die meisten Mädchen im jugendlichen Alter wollen Arschlöcher haben. Und das hat einfach tatsächlich was mit dem Jagdtrieb in irgendeiner Form zu tun, der irgendwie biologisch bei uns verwurzelt ist. Da die meisten halt irgendwie was erleben wollen. Hört sich irgendwie komisch an, aber es ist wirklich so. Man kann auch andere Mädchen fragen, man findet irgendwie immer in irgendeiner Form Bestätigung. Also, wenn man wirklich etwas erreichen will, mit Mädchen ist jetzt meine Erfahrung, ich spreche wirklich mal aus meiner Erfahrung. Der eine oder andere hat sowieso mal mitbekommen, dass ich gerne über meine Erfahrungen spreche. Beziehungsweise Geschichten auch unter anderem. Dass man, wenn man was erreichen will, tatsächlich Ignoranz in irgendeiner Form zeigen will, beziehungsweise auf Abstand gehen will, mal später zurückschreiben soll. Das ist in den meisten Fällen sogar erfolgreich. Warum das so ist, wie gesagt, biologisch gesehen, etc. Und ja, deswegen habe ich, glaube ich, bisher noch nie eine Beziehung gehabt, weil ich persönlich das nicht kann. Denn mir haben das auch ganz viele andere bestätigt, dass das so ist, aber ich persönlich kann das nicht und das ist mir dann auch im Endeffekt egal. Ja, das war jetzt so mein Beitrag zu diesem Thema. Ist ein recht heikles Thema, aber ja, nun gut. Aber ich habe noch eine lustige Geschichte von einem Clubbesuch, wenn wir schon mal dabei sind. Ich habe vorher den Autor bzw. den Typen, der diese Geschichte erlebt hat, gefragt, ob ich die sagen kann, wenn ich keine Namen erwähne. Auf jeden Fall war es so. Wir waren mal im Club und mein Kumpel, sagen wir so, war schon sehr gut angetrunken. Sehr gut angetrunken, sehr, sehr. Und da hat er so gesagt, Mann, ich bin so gut angetrunken, ich könnte ja heute mal ein Mädchen ansprechen. Da habe ich so gesagt, los Tiger, mach das mal. Und er hat das tatsächlich gemacht, aber wir haben erstmal, glaube ich, 10 Minuten diskutiert, beziehungsweise er hat 10 Minuten diskutiert, ob er jetzt wirklich rübergehen soll. Und man hat schon gemerkt, dass die anderen so rübergeguckt haben, weil wir vor allem so laut diskutiert haben. Auf jeden Fall ist er dann nach 10 Minuten rübergegangen. Und nein! Oh Gott, Rachel hat mich nicht getroffen. Das, was er gesagt hat, war im Endeffekt, boah, ich bin betrunken. Kann ich deine Nummer haben? Ja, und das hat tatsächlich noch geklappt. Allerdings war er halt so gut angetrunken in diesem Moment, dass er im Endeffekt vergessen hat, diese Nummer zu speichern. Er hat mich dann irgendwie total panisch morgens um 4:30 angeschrieben und ich dachte mir auch noch so, oh Mann ey. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, das waren jetzt so meine Erfahrungen, Geschichten und jo. Jo. Ich muss sagen, momentan, Freundin wäre natürlich nichts dagegen. Ich glaube, so gut wie jeder hätte nichts dagegen. Zwar sagen viele, dass sie das nicht brauchen, aber man merkt schon irgendwie, dass man natürlich nichts dagegen hätte. Aber es muss natürlich auch die richtige Person kommen. Vor allem, ich bin so ein Typ, ich bin recht wählerisch und entwickle relativ schwer irgendwie Gefühle für Mädchen. Das sage ich mal so und ja. Jetzt kommen wir zu dem anderen Thema, was ich besprechen wollte. So, da es Freitag Zeugnisse gab, würde ich im Allgemeinen ein Thema, ich habe am Anfang der Folge gesagt, dass ich gerne philosophiere, das Thema ansprechen. Das deutsche Schulsystem und Dinge, die mich daran stören. Denn
man kann nicht sagen, dass unser deutsches Schulsystem perfekt ist. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass es teilweise echt für den Arsch ist. Und wir kommen jetzt einfach mal zu den Dingen, die mich persönlich am deutschen Schulsystem in irgendeiner Form stören. Das erste ist erstmal der morgendliche Frontalunterricht. Das ist wirklich der größte Müll. Ich persönlich muss jeden Morgen um 5:30 aufstehen und bin total übermüdet, immer. Ich bin wirklich 24/7 müde. Am Wochenende geht's, weil ich mich dann ein, zwei Tage mal erholen kann. Aber sonst bin ich in der Woche immer müde. Ich komme von der Schule, kann direkt schlafen gehen, weil ich immer so früh aufstehen muss. Und wir leben einfach in einer Gesellschaft, wo, glaube ich, keiner Bock hat, in irgendeiner Form, sagen wir es, um 8 oder 9 Uhr schlafen zu gehen. Vor allem, wenn man ein bisschen älter ist. Wenn man jünger ist, kein Problem. Aber wenn man ein bisschen älter ist, wer geht da schon irgendwie um 8, 9 Uhr schlafen, um die 8 Stunden Schlaf zu bekommen, die der Körper eigentlich benötigt? Okay, normalerweise braucht man nur 6 Stunden, aber trotzdem fühlt man sich tagsüber da müde, wenn man nur 6 Stunden schläft. Deswegen ist 8 Stunden eigentlich relativ optimal. Deswegen dieser Frontalunterricht, der am Morgen immer stattfindet. Vor allem, was man auch noch mit Frontalunterricht sagen kann, man kommt morgens in die Schule, kann direkt von der Tafel was abschreiben, der Lehrer sagt einem was. Man schreibt was ab, kriegt Blätter, bla bla bla. Also das ist im Endeffekt Unterricht, wo man im Endeffekt nur Dinge abschreiben muss und diese Dinge sich merken muss. Und genau das ist im Endeffekt etwas, was mich auch so ein bisschen stört. Viele verbinden immer Schule mit Intelligenz, obwohl das der größte Schwachsinn überhaupt ist, wirklich. Ich werde immer so ein bisschen aggressiv bei dem Thema, weil es so viele verschiedene Meinungen gibt. Aber Schule hat nichts mit der Intelligenz zu tun, meines Erachtens nach. Denn die Noten auf dem Papier sagen nichts über eine Person aus, nichts über die Intelligenz einer Person. Und natürlich werde ich getroffen. Passt zu dem Thema, auf jeden Fall. Denn diese Noten spiegeln ja nur wider, was man im Unterricht gelernt hat, beziehungsweise was man sich im Unterricht gemerkt hat. Sprich, die Schule testet im Endeffekt das Erinnerungsvermögen und nicht die Intelligenz. Es gibt nur wenig Fächer, wo man im Endeffekt in irgendeiner Form logisch denken muss, was dann auch im Endeffekt etwas mit der Intelligenz zu tun hat. Naturwissenschaftsfächer, da kommen öfter mal solche Fragen vor zur Logik, aber es gibt dann auch so viele Fächer, die einfach nur totaler Müll sind und die im Endeffekt einem das Zeugnis versauen. Bei mir war es zum Beispiel immer Kunst, was mir in irgendeiner Form das Zeugnis versaut hat, denn ein Fach, was ich nicht mag, ein Fach, was ich nicht will, ein Fach, wo ich eine schlechte Note bekommen habe. Und genau da kommen wir zu dem Punkt, den man auch in irgendeiner Form verbessern könnte. Ich sag's mal so, Schule ist unnötig, das kann man nicht leugnen, allerdings bis zur 7. Klasse kann man sagen, ist es auf jeden Fall sehr gut, dass man irgendwie in irgendeiner Form in die Schule gehen kann, weil man dort die wichtigen Dinge fürs Leben lernt. Und ab dann lernt man viel Müll. Es gibt Dinge, die später kommen, die man immer noch gebrauchen kann, wie zum Beispiel in der 9. Klasse lernt man ja alles rund um den Dreh um Bewerbungen. Und das ist zum Beispiel etwas, was man brauchen kann. Aber was ich mir wünschen würde, diese Flexibilität, die Individualität in den Schulen, dass man schon ab der 7., 8. Klasse viele Fächer abwählen kann und dann Fokus legt auf die Fächer, die man kann. Denn ich denke mal so, viele wissen nicht, was sie machen wollen, aber viele wissen, was ihnen Spaß macht. Viele wissen, oh, diese Fächer mag ich, diese Fächer mag ich nicht. Dass man ein paar Fächer abwählen kann, nicht viele, aber ein paar. Und dass man die Fächer, die man mag, dass die gefördert werden, dass man in diesem Fall mehr Stunden von diesen Fächern hat. Das ist ja jetzt auch so beim Abitur. Da hat man diese Individualität, auf jeden Fall. Aber ich finde, sie sollte viel früher kommen. Denn ab dem 12. Schuljahr bei mir, ich mache ja G9 beim Abitur statt G8. An der Gesamtschule kann man noch nur G9 machen. Aber es wird ja gesetzlich wieder so gemacht, dass nur noch G9 da ist, weil G8 viel zu viel Stress ist in den 2 Jahren, diesen ganzen Stoff in 3, also statt 3 Jahre, den ganzen Stoff in 2 Jahre zu packen. Deswegen wird wahrscheinlich wieder G9 eingeführt überall. Und ab der 12 habe ich LKs und diese LKs, davon habe ich 5 Stunden. Und andere Fächer geraten dann in den Hintergrund. Was ich als LK auf jeden Fall machen will, ist Chemie. Und Erdkunde wahrscheinlich, weil das so Fächer sind, die, ja, Erdkunde, weil es einfacher ist als andere Fächer und Chemie, weil mir das Spaß macht und ich das auch einigermaßen kann. Und genau das ist das, was man eigentlich auch einführen könnte in irgendeiner Form, auch schon viel früher. Ist jetzt so meine Meinung. Diesbezüglich könnt ihr auch gerne eure Meinung dazu unten in die Kommentare schreiben. Vor allem die ersten 2 Mario Kart 8 Parts sind einfach so eskaliert in den Kommentaren. Es hat so viel Spaß gemacht, sich die Kommentare durchzulesen. Wobei in der 2. Folge, ich habe am Anfang der 2. Folge angesprochen, dass es mir nicht Spaß macht, die Kommentare durchzulesen, die in den ersten 10 Minuten kommen.
Und das hat sich wieder nicht geändert. Es gibt so zwei, drei Namen, wo ich immer weiß, okay, die schreiben jetzt keine guten Kommentare, aber der Rest ist wirklich Bombe. Hat mir echt viel Spaß gemacht. Vor allem Scarablade hat mir immer wieder Spaß gemacht. Strui, so in der Art, hieß du, glaube ich. Weiß ich nicht, weiß ich gerade nicht. Ich will auch nichts Falsches sagen. Ich gucke mal ganz kurz nach. Wir haben Zeit, genau, Strui, auch super Kommentar. Und das macht wirklich viel Spaß zu lesen, auf jeden Fall. Wir waren bei dem Thema Schule stehen geblieben. Und jetzt kommen wir zu dem nächsten Punkt, den ich kritisieren würde. Die Notenbewertung ist auch etwas, ja. Ab der 12 ist es bei uns auch wieder gut geregelt, denn momentan habe ich noch Noten, 1 bis 6. Allerdings gibt es bald Notenpunkte. Und das ist viel genauer. Viel genauer. Wegen auf den Zeugnissen steht bisher ja nie was wie Plus oder Minus, wird ja immer weggelassen, wird immer gerundet, so gesehen. Und bei den Notenpunkten ist es so, es gibt 15 Punkte, die man erreichen kann in einem Fach. Und 15 ist 1 plus, glaube ich, oder 1, 1 von beiden. Ich glaube 1 plus gibt es sogar auch. Ich bin mir aber nicht sicher. Und 14 ist dann 1, 13 ist 1, 12 ist 2 plus, 11 ist 2 und genauso geht es weiter, glaube ich, so in der Art zumindest. Werde ich bald auf jeden Fall mehr erfahren. Und das ist doch viel genauer, statt 1 bis 6. In Frankreich gibt es sogar 21 Noten oder 20, ich weiß es nicht. Und das ist viel besser. Die Arbeitgeber können sich dann auch viel besser orientieren. Aber generell, wie ich schon gesagt habe, Noten sagen einfach nichts über die Intelligenz aus. Deswegen ist es auch heutzutage so, dass die Arbeitgeber eher weniger auf die Noten achten. Die Noten sind so gesehen erstmal so ein Ersteindruck, den sie sich verschaffen, um dich erstmal einzuladen. Und dann, wenn du beim Bewerbungsgespräch bist, dann hast du eigentlich so gut wie gewonnen, wenn dein Charakter gut ist. Denn die achten mehr auf Charakter als auf die Noten. Da kann wirklich jemand kommen mit 1,0 Schnitt und dann kommt da jemand mit 2,5 im Schnitt ungefähr. Aber der wird dann wahrscheinlich eher genommen, da die andere Person mit dem 1,0 Schnitt eventuell, muss natürlich nichts heißen, Charakter von einem Weißbrot hat als Beispiel. Aber dieser Typ mit 2,5 hat halt so überzeugt, dass sie den einfach den nehmen. Und genau so ist es einfach, dass einfach der Charakter viel mehr heutzutage eine größere Rolle bei sowas spielt. So, das sind so die Dinge, die ich erstmal ansprechen wollte. Generell ein Beispiel für ein gutes Schulsystem hat Finnland, habe ich gelesen. Denn die haben fachübergreifenden Unterricht. Fachübergreifender Unterricht ist so, dass morgens kein Frontalunterricht herrscht. By the way, haben die auch viel später Schule. Und dass die in einer Unterrichtsstunde mehrere Fächer gleichzeitig machen. Wie zum Beispiel einfach mal Englisch gleichzeitig und dann noch andere Fächer machen. Dass sie das Ganze dann in der Gruppenarbeit machen und zum Beispiel, keine Ahnung, Physik und Mathe. Ja, Physik und Mathe hängt eigentlich immer so gut wie immer zusammen. Physik, Mathe zusammen machen oder Politik und Englisch oder sowas in der Art. Ich weiß nicht ganz genau, wie es da funktioniert, aber das wäre doch mal eine revolutionäre Idee, die man einführen könnte. Das wäre auf jeden Fall mega cool, das würde ich mega feiern. Gut, ich werde das Ganze wahrscheinlich nicht mehr miterleben, da ich sowieso nicht studieren gehe, sondern nach der 13. Ausbildung bei der Sparkasse starten will und dann, ja, ist Schule eigentlich vorbei, wobei es da natürlich auch noch Unterricht gibt. So, ich würde sagen, das war's mit dem heutigen Part der Mario Kart 8 Themenrunde. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Schreibt mir eure Meinung dazu gerne unten in die Kommentare rein. Bezüglich irgendwas mit Flirterfahrungen könnt ihr mir auch gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich lese mir immer gerne Geschichten durch. Und ich sehe dich in der nächsten Folge. Bye, bye.